So, meine lieben Freunde, ich muss euch was gestehen, und zwar wäre ich jetzt von alleine nicht so ohne weiteres weitergekommen, und im Internet habe ich mal geschaut, was es mit diesem Sicherheitspasswort auf sich hat, und ich wäre zum Verrecken niemals darauf gekommen. Wenn ich jetzt, ich schaue mir das jetzt nochmal an, ich kenne die Lösung, ich verrate sie euch noch nicht. Und danach schauen wir mal, ob ihr darauf gekommen wärt. Und ihr sollt keine dreckigen Lügner sein. Ihr sollt mir bitte die Wahrheit sagen in den Kommentaren. B2, das heißt, hier geht gleich die Sicherheitstür auf. Das ist ein elektrisches Verriegelungssystem. Ja, wir wissen schon, wie wir es öffnen. Und ich kenne sogar das scheiß Passwort. Benutzername war ja, glaube ich, John, ne? Passwort Ada. Und dann das zweite Sicherheitspasswort. Also das ist so ein Witz, ne? Ich bin gespannt, ob ich da einfach irgendwie ganz doof und übersehen habe. So, wo geht es nochmal lang? Okay, um die Ecke. Zombies haben wir ja alle abgeknallt. Ich habe jetzt mal die Pistole mitgenommen, weil die ganzen Schuss, die ich dafür einsammle, die sollen ja natürlich nicht umsonst sein. Ich mag die Musik wieder total gerne hier. Das Spiel ist schon echt cool. Das muss ich schon sagen. So. Nein, ich wollte ja gar nicht hin. Ich wollte euch das erstmal zeigen und gucken, ob ihr auch darauf gekommen wärt. Das ist, nee. Bei aller Liebe, entweder bin ich total doof oder... Aber bisher habe ich mich ja immer gut geschlagen, was so Rätsel angeht. Hier war das, ne? Bam, 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 tritt die Tür nicht auf, Jill. So, die Dinger hängen ja richtig, sonst würde es nicht leuchten, ne? Dann drückst du hier den Knopf. Drücken, ja. Ein Teil glüht. So, unten. Irgendein Teil. Ich kann davon jetzt... Ne? Was ist das? Also, wer darauf kommt, ne? Ein Teil glüht rot. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Noch einer. Ich sehe da jetzt keinen Buchstaben oder sonst was. Oder was hat... Die haben das wahrscheinlich alle gemeinsam. Oder da sind immer ganz viele. Oder keine Ahnung was. Aber... Ich zeige euch jetzt das Passwort. Also. Als ich das gelesen habe, ich dachte, das kann doch nicht deren Ernst sein. In der kompletten stand jetzt nicht auch irgendwie, dass du da noch was anderes machen musst. Ja, einfach nur, ja. Das ist dann das Passwort. Was wird ihr jetzt sagen? Schrecklich. Ja, hier lang. Die Lüftung funktioniert optimal, wie wir gesehen haben. Da geht jeder kalte Luftzug durch, damit man hier nicht schwitzt. So. Und wenn ich das richtig verstanden habe, zählt dieses eine Passwort für beide Ebenen. So, Login. Das ist der Mr. John. Und die Dame. Ada. Verified. So, B2F. Das Passwort ist C E L L Cell. Werdet ihr darauf gekommen? Auf Cell? Erzählt mir keinen Schwachsinn, Leute. Niemand von euch. Unlocked, ja, super geil, ich freue mich. Da oben die Tür, ne? Ja, wissen wir. Das ist ein kleiner Raum, cool, freut mich. Da geht's gar nicht so großartig weiter, sehr cool. Und dann machen wir das und das sollte wohl das gleiche Passwort sein. Auch unlocked, okay, einfach so. Welcher ist das? Wenn man unten ist, dann der linke da. Ja, den probiere ich mal direkt aus, da sind wir ja in der Nähe, ne? Quit? Yes. We want to quit the shit. So. Jetzt sind wir hier. Das bedeutet, da hat die eine Tür so aufgegangen. Die ist jetzt grün, nicht grün, grau markiert. Das sehen wir. Die anderen sind immer noch rot. Da brauchen wir gar nicht gucken. Ja, wir nehmen uns mal die erste direkt mit. Hoffentlich passiert jetzt nichts Tolles. Ich habe ja ganz viele Magnum-Schuss. Und jeder Gegner sollte mit einem Schuss erledigt sein. Das ist eigentlich super gut bestückt, was das angeht. Wenn dann ein dicker Endgegner kommt und ich habe keinen Schuss mehr, dann sieht es doof aus. Sieht natürlich doof aus. So, V.
verbarrikadiert, der Herr Gronkmann gesagt. Hallo Gregor, ich mag dich sehr. Du motivierst mich und inspirierst mich insbesondere. Alles zur gleichen Zeit. So, bin ich hier überhaupt schon mal lang gelaufen? Ja, bin ich, ne, da vorne. So, du bist jetzt auf. Wen haben wir denn hier? Bam, 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 ich schieße euch alle tot, ich schieße alle tot! Da ist tatsächlich jemand. Ne, zum Glück. Ganz viele Munition und ich kann es nicht aufnehmen. Da ist irgendwer um die Ecke. Da wusste ich doch. Alter, ich habe jetzt keine... Wie viele Schüsse der einfach mal aussieht, ne? Na, was haben wir denn hier? Ein Fax an die Säuberungsabteilung zu Händen Manager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Alle so Wichser, ne? Alle ineinander so irgendwie verworren. Aber ist auch ein Schreiben von Umbrella, wie wir sehen. Bescheuerte Menschen. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. So bescheuert. Ich hasse das ja, wenn bestimmte Menschen sich irgendwie hervorheben und sich für wichtiger halten als andere und so Opfer in Kauf nehmen, spielen sich voll auf wie Gott. Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer MO-Diskette könnten sie den Passcode an das System übertragen. Brauchen wir 3 Disketten. Scheint etwas freigeschaltet zu haben. Nehmen wir noch die 2. Das brauchen sie jetzt nicht. Echt nicht. Probier's mal nochmal. Nö, dann haben wir bestimmt noch einen anderen Übertrager-Ding. Okay. So. Genau, ich mag es nicht, wenn Leute sich als Götter irgendwie auftun und meinen, sie können über Leben entscheiden und was wertvoll ist und was nicht, das ist total behindert. Ein Haufen dreieckiger Gefäße. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Veganer geworden bin, weil mir das absolut nicht gefällt, diese Ansicht. Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen? Noch nicht, das ist ja dieser, da bestimmt irgendwer Dickes drin. Lass mich erstmal einen Raum hier untersuchen, bitte. Was haben wir denn hier? Dia-Filter mitnehmen, ja. Brandsätze mitnehmen, ja. Sind das die einzigen Brandsätze gewesen? Ach cool, guck mal. Das Spülbecken ist voller leerer Kolben und Reagenzgläser. Fahrband können sie, ja, ja, ja. So Mist aber auch. Dass da noch ein Raum offen ist, das könnte eigentlich gar nicht sein, ne? Wir öffnen den Raum mal. Mal gucken. Ah, guck mal. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Was auch immer. Das Regal steht voller Flaschen. Sie enthalten ein Pulver, vielleicht eine Art pflanzlicher Medizin. So, hier ist also noch ein Farbband, was wir uns abholen können. Zum Glück haben wir Brandsätze bekommen. Das macht mich schon mal, freue ich mich schon mal auf die großen Bosse. Da haben wir nämlich was. So, mal gucken, was jetzt hier genau passiert ist.
Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Sieht brauchbar aus. Umlegen. Jetzt ist ein weiteres Schloss auf. Ah ne, hier sind wahrscheinlich drei, ne? Das hat nur hiermit was zu tun. Und die anderen muss noch. Ja. Zweite können wir jetzt gleich wahrscheinlich öffnen, aber ich habe keine dritte MO-Diskette, ne? Die habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, was war nochmal hier rechts? Das war aber der Röntgenraum, ne? Hier unten geht er nicht. Ja, wir müssen eh die Treppe hoch. Dann können wir ja alles ablegen. Aber speichern brauchen wir noch nicht. Sind erst 10 Minuten und ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwie unmittelbar sterben werden. Und wenn, dann mache ich das Ganze für euch natürlich nochmal neu. Dum, 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 dum. Sehr dramatische Musik. Und Jill gibt natürlich alles. Hier die Tür ist aufgegangen, ist eine einzelne, aber erstmal packen wir die Sachen weg, denn da drin brauchen wir bestimmt irgendwas. Die Dia-Filter lassen wir mal mitgehen. Ich denke, die könnten uns noch von Nutzen sein. Total dramatische Musik. So, Brandsätze weg. Die Filter brauchen wir bestimmt direkt. So, ja, wir können hier die 5 Schuss können wir jetzt fürs erste Mal wegpacken. Dann haben wir nämlich nur einen zweiten Platz. Ja, die 4 Schuss in der Pistole. Weiß nicht, was mir die 4 Schuss bringen. Ich nehme mir mal kurz das Pistolenmagazin. Lad mal nach. So. Und jetzt packen wir es nämlich wieder rein. Ach, Schuss haben wir genug. Von der Pistole. Da dürfen wir ruhig rumballern, was das Zeug hält. So. Und auf geht's, meine lieben Freunde. So, die Treppe müssen wir nicht hier runter, sondern links lang. So, was erwartet uns hier? Wieder Forscher? Missbrauchte Forscher, deren Leben einen Wert hatten. Eine MO-Diskette mitnehmen? Ja, da ist die dritte, sehr gut. Ein Dia-Filter, guck mal, den benutzen wir nämlich hier. Haha, der Film ist eingelegt. Ansehen, ja. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Oh, sie wollen Waffen herstellen. Was für Hurensinn. An unschuldigen Hunden MA39 Cerberus. FI03 Neptune. MA121 die Hunter. T002 Tyrant. Hört sich sehr geil an. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Erkennt man da jemanden? Ja. Schaut mal rechts. Kommt ihr euch nicht bekannt vor, der Herr? Das war's, aber auch die anderen kenne ich nicht. Aber rechts, das ist doch eindeutig Wesker, oder nicht? Entwicklungsteam. Und Jill fällt es natürlich nicht auf. Muss man sich das merken? 83417063. 83417063. Kann ich mir nicht merken. Was ist denn, wenn ich jetzt das hier einlege? Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Das war's. 8462. Das kann ich mir merken, bestimmt. 8462, 8462, 8462. 8462, 8462, 8462, 8462. 8462. Ich lese es nicht, versuche mir das zu merken. 8462. 8462. 8462. 8462, 8462, wisst ihr was, ich schreibe mich scheiße auf. So, jetzt kann ich nämlich wieder lesen. Ich fühle mich wie ein freier Mann.
Das war so schrecklich, diese paar Sekunden, wo ich nicht lesen konnte. Sicherheitsprotokolle. Erdgeschoss. Heliport. Nur für Führungskräfte. So ein Heliport, das ist auch wieder Resident Evil typisch. Da müssen wir flüchten und da kommt der Endbus uns hinterher und wir sind bald durch. Ich freue mich. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss. Korridor zum Heliport. Warte mal. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. Sicherheitschefs gestattet. Brauchen wir bestimmt ein Passwort oder sowas. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug. Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arving. Drittes Untergeschoss, Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross, Albert Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven, ich hätte jetzt das wieder vergessen, ich habe gerade über die Zahl nachgedacht. 8462? 8462, ich bin der Wahnsinn. Über die exklusiven Ausgabeterminals in einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitro-Verbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Viertes Untergeschoss. Entwicklung, ganz unten ist der Tyrant. Nicht weiter lesbar. Die audiovisuellen Materialien sind alle ordentlich angereiht. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Auf den Regalen stehen Videos. Dies sind Aufzeichnungen der Überwachungskameras. So, der Raum ist noch rot. Hier gibt es also noch was. Das Spray haben wir noch Platz. Ja, Inventarbox haben wir ja auch. Dann nehmen wir das mal mit. Immer noch. Ah, ist wieder die falsche Taste. Ist immer noch rot. Okay, hier gibt es also noch was. Guck mal, da ist irgendwas Tolles hier. Eingabegerät für den Passcode. Verwenden, ja. 8. 4. 6. Ja. Es gibt schon kluge Menschen heutzutage, meine Freunde. Ah. Es tut so gut, klug zu sein. Ich mache nur Spaß, Leute. Das hätte jeder von euch hinbekommen. Jeder. Jeder einzelne von euch Idioten, als ob. Ich mache übrigens nur Spaß. Der Film ist eingelegt. Ansehen? Nein, ich habe den Film schon 5-mal gesehen. Ich hasse es. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen, ja. Ah, cool. Get away from me! No! Hey! No! Sind die Zombies alle irgendwie super stark oder sowas? Nö, möchte ich nicht. Bringt mir jetzt gerade gar nichts. Ist ja wieder so ein Diskettending hier. Lisi! Ah, ich möchte es mitnehmen. Ist das Objekt der Begierde, wisst ihr? Und genau das kann ich nicht mitnehmen. So, dann haben wir hier eigentlich alles. Der Raum ist natürlich noch rot, aber naja, wir gehen schnell zur Box. Ändern da mal alles um. Was haben wir denn hier? Ja, der säurebedeckte Schreibtisch, okay. Jetzt kriege ich bestimmt Copyright-Claims, weil ich das so originalgetreu wiedergegeben habe. Gamepad, da musst du vorsichtig sein. So, Schrotflintenmunition, die gefällt mir natürlich immer gut.
So, jetzt haben wir hier wieder zwei freie Inventarplätze. So, aber jetzt könnte ich mal speichern. Wenn mir jetzt was passiert, ey. Er will mir schießen. Erschießen will ich mir da! Dim, 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 dim. 37 Mal oder wie viel? Oh, ne. 42. Ich untertreibe maßlos. Speichern beendet. Weiter geht's. Komm schon. Spiel. So, das Farbband ablegen. Gehen wir wieder in den kleinen Raum. Treibstoff haben wir ja auch drin. Können wir bestimmt wieder leere Gefäße mitfüllen. Was auch immer das bringt. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin sehr froh, dass die ganzen Räume hier sehr nah beieinander liegen. Das Hin- und Hergelaufen im Herrenhaus hat... Es hat mir gereicht. So, was ist das? Laborschlüssel mitnehmen? Ja. Da können wir jetzt irgendeine tolle Tür mit öffnen. Ich habe einfach mal Bock, den zu prüfen. Ein Hochspannungssymbol ist eingraviert. Keine besonderen Merkmale. So, der Laborschlüssel. Welche Tür können wir denn noch öffnen? So, checken wir mal kurz ab. Drittes Untergeschoss, da haben wir da einige noch, drei Stück. Denn im vierten Untergeschoss, da geht es ja richtig ab. Da ist der Tyrant drin, ne? Erst Untergeschoss ist auch noch was zu. Was auch immer. Wir gehen erstmal die Treppe runter, bevor wir wieder hochgehen. Und das machen wir aber in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.